Hi. Hi, servus. Ich bin die Tina. Ich bin der Basti. Und hinter uns seht ihr schon das große blaue Auto. Das ist ein Sprinter, den haben wir uns gekauft und den wollen wir zusammen herrichten. Und dabei nehmen wir euch mit. Genau. Also, zeigen wir mal ein bisschen was her. Also, wo fangen wir an? Der fangen, vorne. Fangen wir gleich hier vorne an. Wir haben ein Auto gekauft, kein Motor drin. Mist, haben wir Müll gekauft. Nee, Spaß. Kommt's mit, zeige ich euch. Ja, hier seht ihr das Herzstück von unserem Sprinter. Ist ein neuer, überholter Motor. Ich habe gedacht, wir konnten den alten retten, aber war leider nicht so. Jetzt haben wir uns was Neues, Überholtes kaufen müssen. Ja, da bin ich jetzt kurz vorm Einbau. Ich zeige euch noch kurz beim Alten, was da passiert ist, warum. Hier liegt der Alte. Da ist hier ein Loch, was da nicht reingehört. Da hat sich der Kolben vom Pleuel verabschiedet und das Pleuel durch den Motor durchgeschlagen. Genau, da sind wir jetzt gerade noch im Endspurt bei dem Motor, aber jetzt schauen wir mal nach innen, da sind wir auch noch lange nicht fertig. Jetzt habe ich euch vergessen, noch ein paar Basics zu sagen, warum wir genau diesen fertigen, kaputten Sprinter haben wollten. Ja, das war nicht so einfach. Wenn man ein bisschen Vorstellungen haben will, was das Auto für Ausstattung haben soll, dann war das nicht so einfach, auf dem Markt was zu finden. Diejenigen von euch, die vielleicht da schon mal geschaut haben, wissen das. Das ist ja Modelljahr 2011. Der hat den 2,2 Dieselmotor drin, hat ein Hochdach. Das war uns wichtig, dass wir innen drin schön stehen können. Und was auch eine Besonderheit ist, er hat vom Werk aus die 3,5 Tonnen Anhängelast. Das brauchen wir, weil wir das Auto auch anderweitig nutzen. Ja, das war uns sehr wichtig. Und was beim Sprinter natürlich auch immer ein Riesenproblem ist, ist hier an der Seite, dass die hier immer rausrosten. Und das Rostproblem ist ja beim Sprinter sowieso in den Karosserieteilen eigentlich immer. Man sieht immer einen rostigen Sprinter, aber er ist angemackt, hat überall ein paar Macken. Das war ein Arbeitsauto von der Firma, der ist richtig hergenommen worden, würde ich mal behaupten. Also mit dem ist man nicht zimperlich umgangen. Das werdet ihr auch innen drin noch sehen. Der schaut aus unter aller Sau. Ja, auf jeden Fall, die Grundkarosse hat noch sehr guten Zustand vom Rost her. Das war mir auch sehr wichtig. Deswegen sind sehr viele Autos erstmal rausgefallen von Anfang von der Entscheidung her. Aber jetzt schauen wir doch mal rein. Ja, was ich noch vergessen habe, Sitzplätze, weil die Tina und ich haben noch drei Kinder. Die wollen auch noch mitfahren. Noch. Und deswegen brauchen wir 6 Sitzplätze. Und da sind 6 Sitzplätze eingetragen. Deswegen war das auch ein Kriterium. Ja, aber ihr seht schon, ja. Entweder eine Maus oder ja, ständiges Rein- und Rausrutschen. Der Fahrersitz sieht ähnlich aus, aber ihr seht hier drinnen, ist schon richtig nackt. Hier war auch hinten drin, ab hier, war eine Trennwand drinnen. Also das war komplett abgekapselt, der Raum zu hinten. Das haben wir schon rausgemacht. Ja, sonst sieht er hier drin aus wie Sau. Du kannst mal von hinten reinfilmen, Tina. Wir haben jetzt schon mal grob geputzt. Wir haben den Boden rausgemacht, diese Seitenverkleidungen alles weggemacht. Aber hier hinten an der Stelle, da könnt ihr euch vorstellen, wie das ganze Auto ausgeschaut hat. Also, das war von einer Teerfirma, Asphaltfirma. Das ist noch ein riesen Bollwerk an Arbeit hier drin, das erstmal sauber zu machen. Ja, und dann können wir es ausgestalten. Wir wollen ihn schön isolieren, wollen ein schönes Bett reinbauen und sehr spartanisch. Wir machen da keinen Luxuscamper draus. Es muss funktionieren. Wir haben einen Tisch zum Essen, werden wir reinmachen. Wir werden Photovoltaik auf dem Dach haben. Wir haben auch ein Dachzelt für das Auto, was auch aufs Dach kommt. Mit der Photovoltaik haben wir, werden uns eine Silizium-Ionen-Batterie bauen. Die werden wir uns selber bauen, einen Speicher mit Wechselrichter und was man alles so braucht. Also das Wichtigste für uns ist der Kompressorkühlschrank, der sollte auch drin sein, was wir uns so vorstellen. Ja. Fällt dir noch was ein? Ah, sie zeigt gerade darüber. Hier,
machen wir noch Fenster rein. Da haben wir uns entschlossen, dass wir rechts und links Fenster reinmachen und die Hecktüren hier neben euch. Da sind wir noch nicht entschlossen, was wir machen. Das muss noch ausdiskutiert werden. Genau, sonst, Kameramann, gibt es noch was hinzuzufügen? Ja, dann komm mal zu mir. Jetzt habt ihr mal unseren neuen Sprinter gesehen. Wir hatten tatsächlich schon mal das ältere Modell, aber auch kein Hochdach, weswegen wir den auch weg haben. Und wir werden euch mitnehmen beim Ausbauen, jetzt erstmal sauber machen, dann ausbauen und auch beim Reisen natürlich. Da soll es auch schon bald losgehen, in 2 Monaten, glaube ich. Ja, in 2 Monaten. Also ist unser Ziel, dass wir in 2 Monaten das hier so nach unseren Vorstellungen gestalten. Einige Sachen dafür haben wir schon da. Also geht's heute los. Ja, wir machen so, wir werden so weit, dass wir auf jeden Fall fahren können und drinnen schlafen können. Machen so Step by Step. Genau. Aber ihr dürft auf jeden Fall dabei sein und schauen, was hier so draus wird. Also, viel Spaß. Ciao, 40. Ciao.